Hey Leute, ich bin's Mr. SyroLP. Willkommen, yeah, zurück zu Let's Play Bioshock 2. Boah, nach einiger Zeit gibt's jetzt mal wieder ein paar neue Folgen, die ich dann auch hochklatschen kann. Ich habe, glaube ich, seit 3 Tagen keine Videos mehr oder so oder noch mehr. Ich habe einfach momentan viel zu viel zu tun und so. Vielleicht haue ich nochmal ein Ankündigungsvideo raus und muss erstmal selber meinen Schlaf und all meine Zeit wiederfinden. Doch jetzt machen wir weiter. Eigentlich durfte ich keine Lust haben weiterzumachen, denn wir kommen jetzt an eine richtig, richtig üble Stelle, wo wir oft sterben gehen werden. Deswegen gehe ich jetzt mal bei Escape, weil ich wollte jetzt erstmal labern, ehe es jetzt hier schon losgeht. Jetzt gehe ich mal ins Spiel zurück. So, Headset näher ans Mund. Ans Mund. Headset näher ans Mund. Ja. Ah, es ist übel hier. Guck, hier haben wir das T-Bone SC440. Bam, braucht man nicht, haben wir hier schon das Rode NT2A. Nein. So. Ja, Applaus zum Sterben oder was? Wie genug Leute hier. Wir haben nichts. Wartet, Leute. Scheiße. Wir haben keine Ausrüstung groß und keine Packs und nichts. Das wird so scheiße und fail werden. Oh ja, die Dame. Ach Scheiße. Wo bist du? Jetzt bist du tot. Oh, schade. Wow. Lass mal wieder klarkommen hier. Schon zu lange nicht mehr gespielt. Und auch nicht mehr so ein Zeug. Das ist perfekt. Wo ist sie? Wo ist sie? Nee, R ist es, ein R. Boah, wir sterben, oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo ist er? Oh mein Gott, ich bin so gut tot. Heiliges Feuerland. Scheiße. Bin fast tot. Oh Mann, ey, eigentlich ist das ja lustig hier. Oh nein, Subject Delta! Sieht aus, als hättest du einem Kollegen die Schau gestohlen. Und jetzt will er sich rächen. Ja, toll. Delta jetzt. Diese ganze Rachen, ach, warte. Ich futter hier nebenbei mal ganz kurz was zu meinen eigenen Kräften. Oh. Scheiße. Oh Mann, ey. Und haben wir jetzt hier irgendwie noch einen Zirkus der Werte? Ist mir egal, ich brauche einen Zirkus der Werte. Boah, so ein Dreck. Hier höre ich eine Kamera. Boah, so ein Scheiß. Ich muss unbedingt einen Zirkus der Werte haben, sonst überlebe ich hier nichts. Ich will jetzt nicht 5 Trilliarden Mal noch sterben. Aber nein, Zirkus der Werte doch nicht. Braucht man doch nicht. Ah, fuck, ey. So, das ist scheiße. Oh, hier ist ein Verbandskasten. Yay. Der bringt uns aber auch einen alleine nicht so viel. Scheiße. Okay. So. Bam, 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 bam. Komm her, du kleiner verschissener Scheiß Daddy. Hier komm, nimm die Spritze und ich bring dich so. Bam. Ich
Ich hoffe, ich kann die erste Folge heute raus. Guck mal hier. Was ist das denn? Geile Waffe. Ich dachte, ich hätte schon vergessen. Oh, oh. Agnus Dei. Zugang gewährt. Mhm. Willkommen, Gil Alexander. Hallo. Ich muss davon ausgehen, dass Sie nunmehr willens sind, mir zu helfen, mein Leben zu beenden. Im Gegenzug stelle ich Ihnen eine freundlich gesinnte Sicherheitseskorte. Ach. Hier drin gibt es einen Schalter, der Ihnen Zutritt zu den wirklichen Laboratorien verschafft, wo das auf Sie wartet, was von mir übrig ist. Bitte, betätigen Sie ihn. Noch nicht. Ich war gerade kurz müde, weil ich was gegessen habe. Da meine Lieblingswaffe ist, benutze ich einfach jetzt noch. Upgrade. Hau das Ding hier durch. Was auch immer das macht. Also ich weiß nicht, ob das jetzt war. Wenn ich, habe ich einen anderen Endboss gehabt oder bin anderweitig woanders noch. Ich habe keine Ahnung, aber es war wahnsinnig scheiße. Also Daddy, oh, leck mich, Alter. Wie zu der Mama, ey. Ja, komm her, komm zu Daddy, ja. Und hinten sitzt Bleiser. Ach du Scheiße, ey. Wo seid ihr denn? Kommt her. Bam, in die Fresse, bam, in die Fresse. Schon wieder. Und da. Da kriegst du aber irgendwann noch mal ein bisschen einen Anfall. So, komm her. Alter, wie lange musst du denn auf deinen Kopf schießen, bis du lecker umfällst? Komm her, du auch. Ah, da ist ein Zugriff der Wärter. Oh. Boah, ich werd meinen Sohn die Fresse boxen. Objekt kaufen, erstmal schön Verbandskasten voll und E-Spritzen voll. Und was haben wir hier? 5er Kugeln ionischer Schrot. Komm. Nein, wie konnte ich schlagen mit der Waffe? Fuck. Ich hab schon, hä? Ich hab schon damit gesch... Boah, Alter. Drecksack. Boah. Gehen Sie da und dahin, wo der Pfeil hinzeigt. Wenn wir das doch mal tun. Ja, kann ich euch totschießen? Ja, kann ich. Lohnt sich aber nicht. Okay. Ich hab's doch. Kann man nur mal hier. Oh, hä? Was ist das denn? Da kann ich ranzoomen? Okay. Ich sollte Dr. Lamps größte Leistung sein. Ein lebendes Konglomerat von Raptures großen Geistern im Körper eines einzigen Mannes. Darauf ausgerichtet, dem Allgemeinwohl zu dienen. Jetzt bin ich für Sie nicht mehr als ein fehlgeschlagenes und daher eingestelltes Experiment. Ich muss Sie bitten, mir zu helfen, mein Leben zu beenden. Hier drin ist ein Schalter, der Ihnen Zugang zu den wirklichen Laboratorien gewährt. Dort wartet das, was von mir übrig ist, auf Sie. Suchen Sie es. Okay. Es scheint bei mir der meiner Meinung nach übelste Abschnitt schon gewesen zu sein. So einfach. Tja. Ach, jetzt gucken wir es mal weiter. Was uns in der nächsten Folge aus der Zeit, als ich noch geschäftlich hier zu tun hatte, weiß ich, dass diese Oxyfill Station da draußen nur ein getarnter Eingang in einen geheimen Gang ist, der nach unten führt. Wenn Lam Eleanor hier irgendwo vor dir versteckt, dann wahrscheinlich dort. Ja, wir kommen langsam schon immer näher zum Finale. Es ist halt nicht so lang wie bei Shock 1. So.
Mal schauen, was uns hier erwartet. Ja?